Die Nintendo Switch hat einen Preis, Watch Dogs 2 hat Launch-Probleme und Uncharted 4 bekommt einen PlayStation 4 Pro-Patch. Das sind die News der Woche hier bei GamesTV24. Der Preis der Nintendo Switch wurde vielleicht geleakt. Hinweise darauf gibt ein Eintrag auf Toys R Us Canada. Dort ist die Switch für 329 kanadische Dollar gelistet. Das entspricht umgerechnet ungefähr 220 Euro. Rechnet man da jetzt noch die Mehrwertsteuer drauf, sind es 250 Euro. Die Switch würde damit genauso viel kosten wie die Wii. Den offiziellen Preis allerdings will Nintendo erst im nächsten Januar bekannt geben. Einen ganzen Haufen neuer Titel für die Switch könnte indes von der IMDb geleakt worden sein. Im Profil von Charles Martinet, das ist die Stimme von Mario und Luigi, da finden sich eine Reihe neuer Projekte. Demnach befindet sich Super Mario Galaxy 3 derzeit bei Nintendo in Entwicklung. Laut dem Eintrag ist der Titel bereits in der Postproduktion. Auch von einem HD-Remaster von Super Mario Sunshine ist die Rede. Außerdem finden sich noch Einträge für ein noch unbekanntes Mario Golf und eine Deluxe Edition des Super Mario Makers. Glaubt man dem, dann erwarten uns mit der Nintendo Switch zahlreiche neue Mario-Titel. Watch Dogs 2 hat Probleme auf der PlayStation 4, zumindest sprechen dafür einige Videos und Testerstimmen, die jetzt aufgekommen sind. So war während eines Livestreams von Eurogamer deutlich zu sehen, wie die Framerate abfällt und das Spiel mehrere Sekunden lang mit nur 30 Frames läuft. Andere Videos bestätigen diese Mängel ebenfalls und auch unserem Tester, dem Christian Dörre, dem ist Ähnliches aufgefallen, so geht die Framerate vor allem beim Fahren in den Keller. Selbst der Patch auf Version 1.02 behebt diesen Fehler nicht. PlayStation 4 Pro scheint Watch Dogs 2 dagegen ganz gut zu stemmen. Auch beim Multiplayer-Modus scheint es kurz vor Release noch Probleme gegeben zu haben. Derzeit ist der Modus tatsächlich immer noch deaktiviert. Beim Start erscheint der Hinweis, dass es aufgrund von Lags und Abstürzen noch nicht möglich sei, die Mehrspieler-Komponente zu starten. Die Behebung hat laut Ubisoft aber höchste Priorität. Naughty Dog hat sowohl Uncharted 4 als auch The Last of Us PlayStation 4 Pro Unterstützung spendiert. Mit der Arbeit an dem Update hat Naughty Dog sofort begonnen, als sie von der PlayStation 4 Pro überhaupt erst erfuhren. So möchte das Studio noch mehr aus den beiden ohnehin schon grafisch beeindruckenden Titeln herausholen. Uncharted 4 setzt dabei auf hochskalierte 4K-Auflösung. Auf der PlayStation 4 Pro kann der Singleplayer in 1440p, der Multiplayer mit nativen 1080p gespielt werden. Die Framerate allerdings, die bleibt wie sie war. Bei The Last of Us bekommen Spieler die Wahl, entweder mit 30 FPS in der nativen 4K-Auflösung zu spielen oder mit 60 FPS in einer Auflösung von 1080p. Auch ohne 4K-TV soll sich das beides auf der PlayStation 4 Pro lohnen. Man nutzt nämlich Downsampling, was die Grafik selbst unter HD-Auflösung besser aussehen lässt. Die Updates stehen auch direkt schon zur Verfügung und können von PlayStation 4 Pro Besitzern heruntergeladen werden. Mindestens genauso schön wie Uncharted 4 auf der PlayStation 4 Pro sind auch unsere Top-Videos der Woche. Die zeigen wir euch jetzt im Anschluss. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play des Nintendo Entertainment Systems Classic. Nintendo so Mini aus. Classic heißt es, glaube ich. Ne? Das, wir okay, haben es, ist wirklich, Mini, es ist wirklich Mini. Ja. Ja. Warum gehen wir so selten gemeinsam in den Wald? Naja, weil wir jetzt im Schloss eine Toilette haben. So, da wären wir wieder. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Servus. Servus.